Heute zeigen wir euch, wie man ein Onglet grillt oder auch zubereitet. Wichtig ist dabei, dass es auch gut gereift ist, 2 bis 3 Wochen. Viel länger sollte es nicht gereift sein. In der Mitte findet sich eine dicke Sehne, die ihr euch vom Metzger rausschneiden lassen solltet. Hier ist diese dicke Sehne, die ist genau in der Mitte. Du bekommst halt immer 2 Teile raus. Das sind die 2 Stücken, die dann übrig bleiben. Schauen ein bisschen unförmig aus. Es heißt, bei den Franzosen heißt es Onglet, bei den Amerikanern Hanging Tender. Bei uns in Deutschland hat es den schönen Namen Nierenzapfen. Hat aber nichts mit der Niere zu tun. Wir machen das jetzt direkt. Wir salzen das Ganze ein bisschen vorher und geben es dann direkt auf den Grill. Also wir grillen es jetzt direkt an, auf direkter Hitze. Dafür haben wir den Grill richtig vorgeheizt, wenden das noch einmal und schieben es dann auf Seite und lassen es dort einfach nachziehen auf 55 Grad Kern. Okay, jetzt haben wir es von beiden Seiten angegrillt. Wir legen es jetzt in die indirekte Zone. Das kleinere Stück ein bisschen weiter weg. Stecken das an auf Kerntemperatur. Wir wollen hier ungefähr 55 Grad im Kern erreichen. Wir haben jetzt die Kerntemperatur von 55 Grad erreicht. Holen das gute Stück raus. Also ihr seht jetzt bei dem Stück, wie die Fasern verlaufen. Und das ist wichtig, dass es einfach quer zur Faser schneidet. Das ist bei dem Stück ganz wichtig. Also dann nur Pfeffer und Salz drauf. Dieses Stück hat wahnsinnig viel Eigengeschmack. Pfeffer, grobes Salz. Und dann, um die ganze Sache ein bisschen abzurunden, kann man ein bisschen Essig drauf geben. Ich habe hier einen speziellen Whisky-Essig. Passt da super dazu.